Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Fenster.com, die Nummer 1 für Fenster und Türen online. Okay, das mit Chuck Villeneuve beheben wir uns für gleich auf. Reden wir doch erstmal über Mick Schumacher, richtig. Wir sehen es ja auch im Hintergrund, Mika Häkkinen und Mick Schumacher, richtig. Also, das war ein kleiner Spoiler für das Thema Nummer 4 gleich. Jetzt erstmal Thema Nummer 3 zu einem Interview, was nämlich Mika Häkkinen nämlich in der Welt am Sonntag gab. Und da hat er sich nämlich zu Mick Schumacher geäußert mit den Worten: Mick muss durchhalten, den Fokus richtig ausrichten, Kritik und Feedback aufnehmen und daraus lernen. Es braucht Zeit, ein Champion zu werden. Das Problem ist, dass man heutzutage kaum noch Zeit kriegt. Ist seine Meinung und sagt er gegenüber der Welt am Sonntag. Und seiner Einschätzung nach eben hat Mick Schumacher, sie sei das Zeug für die Formel 1. Aber bekanntermaßen wissen wir alle, der Vertrag erläuft in diesem Jahr aus, wenn die Saison zu Ende ist. Und ein neuer Vertrag ist ja bisweilen noch nicht in Sichtweite. Und die Optionen selber, die werden auch geschwindet gering. Es gibt nämlich eigentlich nur noch zwei Optionen, wenn man realistisch ist. Alpine, das fällt weg. Da kann man eigentlich sich gut drauf verlassen, dass Pierre Gasly da im nächsten Jahr drin sitzen wird. Und dann gibt es noch die Option eben weiter bei Haas, ob das Mick noch möchte, weil ja auch der Vertrag mit dem Ferrari-Nachwuchsprogramm ja auch zum Jahresende nicht verlängert wird. Lässt sich ja daraus schließen, dass er wechseln entweder will selber oder halt einfach ja, dann gehen muss. Und dann würde noch als weitere Option Williams übrig bleiben. Da ist ja auch noch die Zukunft von Nicola Latifi noch unsicher. Da wird es ja eine oder soll es eine Entscheidung von Jos Capito dann nach dem Rennen in Monza dann geben. Also wie er selber bei uns im Interview sagte, nicht gleich am Montag nach Monza, aber jedenfalls nach Monza soll dann die Entscheidung getroffen werden. Und dann könnte man zwar noch sagen, okay, vielleicht irgendwie Alpha Tauri, aber das macht auch keinen Sinn, weil nämlich Helmut Marko schon kategorisch ausgeschlossen hat, dass man Interesse an Mick Schumacher habe. Also auch da wird es kein Cockpit geben. Und demzufolge bleibt nur noch Haas oder eben Williams. Wir haben übrigens auch ein paar Bilder aus der Zeit, aus der Ära Mika Häkkinen, da haben wir es auch, genau. Die lange Verbindung zwischen Mika Häkkinen und Papa Michael Schumacher, sehen wir es auch. Da gab es ja auch einige besondere Momente und die Familie Schumacher und auch vielmehr Mika Häkkinen kennen sich ja auch schon sehr, sehr lang. Ein Bild aus jungen Jahren von Mika und von Michael. Und wenn man jetzt mal guckt, der junge Michael, der ihn da so ein bisschen ärgert und auf einmal sieht man den heute 52-Jährigen, wenn ich das richtig da sehe, glaube ich 52-Jährigen mit dem Sohn von Michael. Also das ist schon irre. Da merkt man auch selber, wie 53 ist übrigens Mika, 53. Da sieht man einfach auch, dass man selber älter wird, wenn man die Zeit noch kennt mit Michael und mit Mika. Und jetzt auf einmal sieht man Mika mit Mick. Weiter hat er uns noch gesagt, der Name sorgt bei den Fans, also der Name Schumacher, auch immer für Gänsehaut. Deswegen wird er immer wichtig für den Sport sein. Er weiß, dass sich Michael das alles selbst aufgebaut hat. Jetzt muss er das auch tun. Das sind die Worte also von Mika Häkkinen. Wenn wir das Bild nochmal zeigen können von Michael und von Mika, das sind einfach so, und da bleibe ich dabei, das ist die goldene Formel-1-Ära, auch selbst mit heute einfach nicht zu vergleichen. Und ich kann euch ja schon mal oder nochmal an dieser Stelle sagen, dass wenn die Formel-1-Saison 2022 zu Ende sein wird, wir ja nicht in den Winterschlaf verfallen, sondern uns dann ganz, ganz ausgiebig bis zum nächsten Jahr uns dann mit den letzten Jahren und Jahrzehnten der Formel 1 sehr intensiv beschäftigen werden. Und da wird sicher dann auch Mika Häkkinen, aber ganz sicher Michael Schumacher zu Wort kommen. So. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.